Video 3, 2 und endlich Cara Theodori. So, die geniale Definition von Cara Theodori lautet: Wenn wir ein äußeres Maß gegeben haben, also sei Eta, ich bleibe mal hier bei der abstrakteren Schreibweise, sei Eta, also auf einer Potenzmenge lebt das, sprich, da ist irgendeine Grundmenge x auch gegeben, natürlich sei Eta nach R quer ein äußeres Maß. Dann möchte ich jetzt, also das äußere Maß ordnet jeder Teilmenge von x, also jedem Element der Potenzmenge, einen Inhalt zu, ein äußeres Maß. Und ich möchte jetzt aber Eta einschränken auf gewisse Mengen, die nicht allzu schlecht sind. Ja, Sie denken an Banach-Tarski-Paradoxon. Ja, diese schlechten Mengen, mit denen wir nicht arbeiten können, die müssen wir loswerden. Und das machen wir jetzt sozusagen auf dem Definitionswege. Eine Menge A, Teilmenge x, also irgendein Element der Potenzmenge, die heißt messbar, oder genauer jetzt mal hier Eta messbar zu diesem äußeren Maß, falls. So, und das, was wir haben wollen, das stecken wir jetzt einfach in die Definition. Was wir haben wollen, ist, dass das Maß einer beliebigen Menge Q genau berechnet werden kann, als man nimmt den Teil von Q, der in A liegt, und misst den, und dann nimmt man den Teil von Q, der im Komplement liegt, also Q ohne A, und diese Relation, die fordert man jetzt für alle Q in der Potenzmenge. Ja, also eine Definition, über die man lang nachdenken kann und lang nachdenken sollte, das ist wirklich genial. Also die Messbarkeit von A wird hier definiert, nicht von Q. Okay? Q sind sozusagen so Testmengen. Eine Menge A heißt messbar. Also hier ist die Menge A, die könnte relativ wild sein. Die Menge A heißt messbar, wenn für jede Menge Q, die Sie nehmen, die sich kompliziert ausdenken können, wenn der Teil, der in A ist, ich möchte hier irgendwie andeuten, dass es ganz kompliziert aussehen kann, diese Mengen. Insbesondere die Menge Q kann ganz kompliziert aussehen. Ja, also eigentlich hätte ich es lieber andersrum malen sollen. Das ist meine komplizierte Menge Q, das ist die weniger komplizierte Menge A. Aber ich kann dann immer Q als den A-Anteil schreiben und den Nicht-A-Anteil, also den Rest. Und wenn ich das äußere Maß dieser zwei Teilmengen nehme, auch wenn die noch so kompliziert sind, und kann das durch Addition des Maß von Q berechnen, dann nenne ich A messbar. Also die Zerlegungsmenge A, die heißt dann messbar. Gut, das ist eine Definition. Definieren kann man ja erstmal alles. Ne? Also das ist das Tolle, Definitionen. Also oft ist der geniale Schritt in einer Theorie eben eine geeignete Definition. Und das, obwohl eine Definition ja eigentlich erstmal nichts sagt, dafür muss man ja nichts beweisen. Man muss aber dann einen Satz damit beweisen und nur wenn es den gibt, dann wird die Definition sinnvoll. Ganz kleiner Zwischenschritt noch, Vorbemerkung vor dem Satz, nämlich wir hätten äquivalent auch sagen können, äquivalent hätten wir auch sagen können, äquivalent. Äquivalent wäre die Bedingung, dass Eta von Q, wenn ich nur eine Ungleichung fordere, also ich schreibe es erstmal nochmal ab, Q geschnitten A plus Eta von Q ohne A, denn die linke Seite ist wegen der Subadditivität von Eta, Eta ist ein äußeres Maß, als solches Subadditiv, wegen der Subadditivität gilt immer kleiner gleich. Würde also reichen, das hier zu fordern.
Also durch diese Zerlegung von Q in den A-Anteil und den anderen Anteil. Und wenn ich die einzelnen messe, dann kommt nicht was zu Großes raus. Ja, und da brauche ich jetzt gar keinen Beweis hinschreiben. Wenn ich nur das habe, die andere Ungleichung habe ich wegen Subadditivität immer, dann habe ich die Gleichheit. Aber vielleicht noch eine zweite Bemerkung. Wenn das äußere Maß einer Menge, die sollte ich jetzt nicht A nennen, denn sonst denkt man, die wäre schon messbar, das äußere Maß einer Menge B, also B ist irgendeine Teilmenge von x, und das äußere Maß ist 0, dann behaupte ich, B ist schon Eta messbar. Ja, versuchen wir das mal schnell zu überprüfen. Warum ist B dann Eta messbar? Also, schreiben wir jetzt einfach mal hin. Sei Q beliebig. Ja, wir müssen jetzt Q-Terming x beliebig. Wir müssen das hier überprüfen oder ich kann jetzt gleich hier hinschauen. Dann, also Q geschnitten A, das ist ja das Erste, was hier steht auf der rechten Seite. Rechnen wir davon mal das Eta aus. Q geschnitten, Entschuldigung, B. Wir wollen das jetzt für B überprüfen. Q geschnitten B ist ja enthalten in B. Und Eta als ein äußeres Maß ist monoton. Also ist es kleiner gleich Eta von B. Aber Eta von B haben wir vorausgesetzt, ist 0. Also ist das hier gleich 0. Wir haben ja auch die Positivität, also Eta von der leeren Menge ist 0 und es ist monoton, dann ist es immer größer gleich 0, das Eta. Also ist dieser Ausdruck schon mal 0, der erste. Und Eta von, das ist der zweite Ausdruck, Q ohne B, ist auch wieder Monotonie. Q ohne B ist ja kleiner als Q selbst. Und damit steht schon die ganze Relation da. Das hier ist 0 und Eta von Q ohne B ist kleiner gleich Eta von Q. Also ist auch diese Aussage B gezeigt. Jede Menge, die das äußere Maß 0 hat, ist schon messbar. Übrigens ist dann auch, das sollte ich noch bemerken, das werden wir gleich im Beweis verwenden, auch die ganze Menge ist messbar. Also da ist der Beweis dann ganz ähnlich, ganze Menge ist messbar, vielleicht machen wir es einfach. Dann steht hier nur Q geschnitten x, also Q selbst. Und hier steht Q ohne x, also die leere Menge, Eta von der leeren Menge ist aber 0. Ja, dann steht schon da. Also auch das ist schon bewiesen. Okay, nach diesem kleinen sich gewöhnen an diese Definition von Eta-Messbarkeit, jetzt also der Satz, der diese Definition wertvoll macht. Und für mich ist das jetzt Satz 3.2 von Karatheodori. Also, was haben wir? Karatheodori. Was haben wir? Wir haben ein Eta, ist ein äußeres Maß, sei Eta Potenzmenge von irgendeiner Grundmenge nach R quer äußeres Maß. Und jetzt nehmen wir die Familie der messbaren Mengen. Und diese Familie nenne ich jetzt mal A. Dann ist A definiert als die A-Teilmenge x, sodass A Eta messbar ist. Also genau das, was wir jetzt gerade definiert haben bezüglich dieses äußeren Maßes. Dann ist das eine Sigma-Algebra. Wunderbar. Also das wird die Sigma-Algebra sein, auf der wir dann unser Maß definieren. Ja, Sigma-Algebra heißt, wir können rechnen, erinnern sich an die Definition. Wir können nicht nur Schnitte und Komplemente nehmen, sondern wir können auch abzählbare Vereinigungen nehmen. Wir bleiben immer in der Sigma-Algebra drin. Das heißt, wir können da mit diesen Mengen wirklich gut rechnen. Und jetzt bräuchten wir darauf noch ein Maß. Ja, sogar das liefert der Satz gleich noch. Also eingeschränkt
auf A ist Eta ein Maß. Also, was haben wir? Wir haben jetzt unseren ersten Maßraum. Das war eine Definition im zweiten Abschnitt ganz am Anfang. Wir brauchen eine Grundmenge, dann eine Familie von Teilmengen, die wir als messbar ansehen. Das ist diese Menge A, die Sigma-Algebra. Und dann dieses Eta, was wir jetzt nur auf A betrachten. Das ist ein Maßraum. Und das ist jetzt der erste Maßraum, den wir konstruiert haben. Und mit diesem Jordan-Maß bekommen wir eben den Lebesgue-Maßraum. Und das war ja das Ziel dieses Teil 1. Und wir kommen jetzt also in der zweiten Woche da schon hin. Oder Anfang der dritten, bin ich jetzt nicht sicher. Doch, zweite Woche noch. Und finde ich also schön, dass das so schnell geht. Gut, also das ist der Satz von Karateodori. Und jetzt geht es an den Beweis dieses Satzes. Dafür muss ich ein bisschen Platz schaffen. Beginnen wir damit zu zeigen, dass A eine Algebra ist. Sigma-Algebra kommt hinterher. Also Schritt 1. A ist eine Algebra. Dann schöne Gelegenheit, nochmal sich in Erinnerung zu rufen, wie eine Algebra definiert ist. Die eine Definition war, es ist ein Ring, bei dem x auch enthalten ist. Und dann hatte ich aber als Bemerkung schon dazu gemacht, dass man das auch anders definieren kann, nämlich zu zeigen ist, dass, ich schreibe es noch relativ ausführlich, wenn A ein Element der Algebra ist, dann ist auch das Komplement ein Element der Algebra. Und außerdem, wenn A und B Elemente der Algebra sind, dann ist auch A vereinigt B ein Element der Algebra. Ich muss und natürlich noch, ich habe gesucht, was fehlt. Es fehlt noch x ist auch ein Element der Algebra. Oder äquivalent, wenn wir das schon haben, dass die leere Menge ein Element der Algebra ist. Okay, also das hätte ich jetzt vielleicht noch nummerieren sollen. Das mache ich gar nicht. Ich mache es an der Tafel, darf ich das? Das ist 0. Die leere Menge ist in A, ist bereits gezeigt, weil wir gezeigt haben, in der Bemerkung nach der Messbarkeitsdefinition, dass die leere Menge messbar ist. Und zwar also Eta messbar bezüglich dieses vorgegebenen äußeren Maßes. Ja, also das haben wir gezeigt als Bemerkung, die leere Menge ist immer messbar. Wir haben sogar gezeigt, jede Menge mit dem äußeren Maß 0 ist messbar. Okay. Und was ist mit den Komplementen? Ja, zu den Komplementen bemerke ich, dass die Bedingung lautet, ich habe sie jetzt weggewischt, schreibe ich sie nochmal hin, ist Eta Q gleich Eta von der A-Anteil von Q. Und das andere schreibe ich jetzt mal anders. Statt Q ohne A schreibe ich Q geschnitten mit dem Komplement von A. Ja, das ist ja dasselbe. Q ohne A ist dasselbe wie Q geschnittenes Komplement von A. Diese Bedingung ist aber vollkommen symmetrisch in A und A-Komplement. Also wenn Sie jetzt als neue Menge B das Komplement von A nehmen, ja, dann steht hier B und hier B-Komplement, aber da steht genau derselbe Ausdruck. Das heißt, wenn es für A gilt, gilt es auch für A-Komplement. Also diese Aussage. Also ich schreibe das jetzt mal so, das Komplement von A ist dann auch drin in der Algebra. Okay, wir haben also jetzt die sozusagen trivialen Punkte zur Algebra gezeigt. Leere Menge ist drin, Komplemente sind drin. Jetzt müssen wir zeigen, dass Vereinigungen drin sind.
Also sein A und B in diesem Skript A, also Eta messbar. Und jetzt wollen wir für eine beliebige Menge Q zeigen, also sei Q Teilmenge X beliebig. Wir wollen für diese Menge Q zeigen, dass das Eta von Q gleich und dann diese Summe ist. Und auf der rechten Seite als Menge benutzen wir A vereinigt B. Also zu zeigen ist, Eta von Q ist, naja, kleiner gleich gilt ja immer, also wir müssen nur zeigen, ist größer gleich Eta von Q und jetzt davon der Anteil, der in A vereinigt B liegt, plus Eta von Q und zwar jetzt das, was nicht in A vereinigt B liegt. Das ist zu zeigen. Dann haben wir gezeigt, dass dieses A eine Algebra ist. Noch nicht eine Sigma-Algebra, aber eine Algebra. Genau, und da rechnen wir jetzt einfach munter los. Also wir rechnen jetzt los. Was ist Eta von Q? Wir starten damit, dass ja A messbar ist. Also hier A ist messbar. Das heißt, das Eta von Q ist Eta von Q geschnitten A plus Eta von Q ohne A. Ich schreibe das mal lieber als Q geschnitten A-Komplement. Gut. Und jetzt, da schaue ich jetzt mal lieber, wir nehmen jetzt die Messbarkeit von B für Q geschnitten A-Komplement. Also B ist messbar. Und die Testmenge, es ist ja Messbarkeit, heißt ja für alle Testmengen Q gilt irgendwas. Und als Testmenge nehme ich jetzt Q geschnitten A-Komplement. Ja, das, was hier hinten auftaucht. Mache ich das so? Ja. Also, dann rechnen wir einfach weiter. Hier vorne machen wir ja nichts. Eta von Q geschnitten A plus, ja, also Eta von der Testmenge ist Eta von Testmenge und davon der B-Anteil plus Eta Testmenge und davon der Nicht-B-Anteil. Ich schreibe jetzt also wieder geschnitten B-Komplement. Gut. Und jetzt nehmen wir endliche Subadditivität von Eta. Und zwar, was wollen wir gerne produzieren? Ach so. Ja, ich bin verwirrt. Ach so, die ersten zwei wollen wir zusammennehmen. Also, Eta davon plus Eta davon, größer gleich macht uns ja nichts, genau. Eta davon plus Eta davon ist größer als Eta von der Vereinigung. Also jetzt ganz langsam. Q geschnitten A, die eine Menge, vereinigt diese zweite Menge. Q geschnitten A Komplement geschnitten B. Ja, also hier ist Subadditivität. Das Eta von dem plus das Eta von dem ist größer gleich das Eta von der Vereinigung. Das andere schreibe ich ab. Q geschnitten A-Komplement geschnitten B-Komplement. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, was haben wir denn hier für eine Menge produziert? Also das sind alles nur Punkte, die in Q liegen. Also das kann ich ein bisschen vergessen jetzt. Ja? Also das ist auf jeden Fall Q geschnitten. Und andererseits, also jetzt die eigentliche Sache ist, es liegt entweder in A oder in B und gleichzeitig in A-Komplement. Also wenn ein Punkt in B und A liegt im Schnitt, dann ist der schon drin, ja, weil er ja in A liegt. Wenn er in B und nicht in A liegt, dann ist er in diesem Schnitt.
Ich kann also einfach hier A vereinigt B schreiben. Okay, das ist dieselbe Menge. Und hier hinten, das Komplement von A geschnitten Komplement von B ist von der Vereinigung das Komplement. Also hier steht Eta von Q geschnitten und jetzt von der Vereinigung das Komplement. Okay, jetzt Frage, was haben wir nach dieser langen Rechnung gewonnen? Antwort, alles. Hier steht das Ergebnis. Hier steht nämlich, dass für die Menge A vereinigt B die Relation gilt, dass für eine beliebige Testmenge das Eta von der Testmenge gleich der Anteil da drin ist plus das Maß von dem Anteil, der nicht drin ist. Also ist A vereinigt B in A. Also das Eta messbar haben wir nachgewiesen und die Menge A war ja einfach die Menge der messbaren Mengen. Also dieses Skript A, diese neue Definition von Eta messbar, die ist insofern schon mal eine gute Definition, als dass sie eine Algebra erzeugt, eine Teilmenge der Potenzmenge, mit der ich rechnen kann, in der ich also Vereinigungen und Komplemente bilden kann. Was wir jetzt noch brauchen, ist, dass es auch eine Sigma-Algebra ist. Ja, dieses Sigma haben wir noch nicht. Also wir brauchen noch, dass es eine Sigma-Algebra ist. Und dann brauchen wir auch noch, dass Eta eingeschränkt auf diese Sigma-Algebra ein Maß ist. Die zwei Punkte als nächstes. Okay, Beweis davon, dass A eine Sigma-Algebra ist und Eta ein Maß. Also Schritt 2 im Beweis. Dafür müssen wir jetzt eine abzählbare Familie von Mengen nehmen. Also sei aj, j aus n. Und die aj, die seien alle messbar. Also aj in dem Skript a für alle j. Dann behaupten wir, ach, und jetzt nehme ich die aj auch disjunkt. Das sind disjunkte Mengen. Dann ist die Behauptung A, was definiert ist als die abzählbare Vereinigung der AJ, das ist Eta messbar. Und es gilt Eta von A gleich Summe über die J, abzählbare Summe. Eta von aj. Ja, das sind die zwei Sachen, die zu zeigen sind. Na gut, hier beim ersten, dass abzählbare Vereinigungen wieder messbar sind. Da wollen wir eigentlich beliebige Vereinigungen nehmen, aber das wissen wir schon. Wenn wir eine beliebige Vereinigung haben, dann können Sie auch immer bei dem ak die früheren aj abziehen und dann haben Sie eine disjunkte Vereinigung. Ja, und also wenn disjunkte Vereinigungen messbar sind, dann sind alle Vereinigungen messbar. Also mit dieser Eigenschaft haben wir dann wirklich gezeigt, dass es eine Sigma-Algebra ist. Also damit, dass das messbar ist. Und mit dieser Eigenschaft ist das fehlende Stück gezeigt dazu, dass Eta ein Maß ist. Die anderen Eigenschaften vom Maß folgen aus der Prämaß-Eigenschaft. Gut, also das ist jetzt zu zeigen, diese Behauptung 1. Dafür machen wir zunächst eine Vorüberlegung. Und zwar möchte ich rechnen für disjunkte Mengen A und B. Also seien A, B zwei Mengen, die disjunkt sind. Und ich möchte jetzt rechnen mit Q geschnitten A vereinigt B als Testmenge. Also Q geschnitten A vereinigt B als Testmenge. Ja, als Testmenge in der Messbarkeitsdefinition kann ich ja immer irgendwelche Mengen nehmen, irgendwelche Elemente der Potenzmenge.
Ja, das ist also für beliebiges Q, kann ich ja vielleicht noch sagen, Q beliebig in der Potenzmenge, nehme ich das als Testmenge und verwende, dass A messbar ist. Ich denke, A Messbarkeit von A nehme ich jetzt, ja. A messbar, mit messbar meine ich an dieser Stelle immer Eta messbar, das ist ja das äußere Maß, das uns vorgegeben ist. Ja, die Messbarkeitsdefinition sagt, dass Eta von der Testmenge, also in dem Fall ist die Testmenge ja das hier, ist das Eta von Testmenge geschnitten A. Also ich nehme von dieser Menge nur die Elemente, die in A sind. Also die sind dann sicher in Q geschnitten A, denn sie sind ja in A und sie sind da drin, also auf jeden Fall auch in Q. Frage, habe ich jetzt irgendwelche Elemente vergessen? Nee, denn ich will ja die nehmen, die in A sind. Ja, dann können die eben nicht hier in dem B, aber nicht in A sein, weil ich ja nur Elemente in A nehme. Also diese Menge geschnitten A, behaupte ich, ist diese Menge. Und dann nehme ich das Eta von dem Komplement, also alles da drin, was nicht in A ist, das ist dann, ja, wenn es nicht in A ist, dann macht der sozusagen keinen Beitrag, dann ist nur Q geschnitten B. Und damit haben wir jetzt also erhalten, dass das Eta ja, eine Art Additivität, will ich mal genau, einfach genau so festhalten, Q geschnitten dem. Wenn wir jetzt eine Induktion machen, also statt zwei Mengen nehmen wir jetzt endlich viele Mengen, dann kommen wir auf die Formel Eta von Q geschnitten. Jetzt endlich viele, ich schreibe mal J gleich 1 bis M, AJ, ja, also das A1 ist sozusagen das A, das A2 ist das B und jetzt kann ich aber immer mehr dazu nehmen. Aber die sollen disjunkt sein, aber das sind jetzt hier tatsächlich meine AJ von hier oben, die sind alle disjunkt und messbar. Also Eta davon ist, und hier steht ja so eine Summe, also Summe über die J, endlich viele, geht immer mit Induktion, Eta von Q geschnitten AJ. Also Sie sehen, die Formel wird eigentlich ein bisschen einfacher und sieht mehr nach dem aus, was wir haben wollen, wenn wir das mit den AJ schreiben, als mit A und B. Okay, damit ist die Formel ganz nett geworden und jetzt rechnen wir wieder für beliebiges Q, was Eta von Q ist. Also wieder Q in der Potenzmenge beliebig. Eta von Q. So, und das möchte ich jetzt im ersten Schritt, genau, ich nehme jetzt das eine endliche Vereinigung, das haben wir ja in Schritt 1 des Beweises gezeigt, eine endliche Vereinigung ist messbar. Also kann ich hier Schritt 1, endliche Vereinigungen sind messbar. Also Eta von Q ist Eta von Q, der Anteil, der in der endlichen Vereinigung liegt, plus Eta von Q, der Anteil, der nicht in der endlichen Vereinigung liegt. Also hier habe ich wirklich nur die Definition der Messbarkeit von dieser endlichen Vereinigung ausgenutzt, aus Schritt 1. Und jetzt, ich schaue mal lieber, was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich vorne die Summe, genau, das ist jetzt diese Gleichung Stern, die wird jetzt vorne genutzt, Q geschnitten, diese Vereinigung ist die Summe. Also mit Stern, das ist die Summe J gleich 1 bis M, Eta von Q geschnitten AJ. Und der hintere Teil, ja, da möchte ich, glaube ich, gerne vergrößern. Genau. Ja, lass mich das noch in einem Schritt machen.
Den hinteren Teil mache ich größer. Ich nehme jetzt, hier habe ich falsch abgeschrieben. Ich muss ja von dieser endlichen Vereinigung noch das Komplement nehmen, deswegen habe ich es überhaupt geklammert. Ja? Schnitt mit der endlichen Vereinigung und Schnitt mit dem Komplement der endlichen Vereinigung. Okay. Diese endliche Vereinigung ist immer enthalten in A, denn A ist die unendliche Vereinigung. Dann ist das Komplement davon größer als das Komplement von A. Wegen der Monotonie mache ich es also kleiner, wenn ich hier das Komplement von A nehme. Ja, ich nutze Monotonie von Eta noch aus. So, und jetzt sieht das eigentlich schon ganz schön gut aus. Jetzt kann ich nämlich den Limes M gegen unendlich bilden. Denn die linke Seite hängt ja gar nicht von M ab, also dieser obere Index. Da steht ja nur Eta von Q. Und auch das hier hängt jetzt nicht mehr von M ab. Also der Limes liefert jetzt M gegen unendlich, liefert jetzt Eta von Q, ist größer gleich unendliche Summe. Ja, die unendliche Summe ist ja einfach definiert als der Limes der Partialsummen. Also unendliche Summe jetzt über die Eta von Q geschnitten aj. Und dazu kommt noch das Eta von Q geschnitten a Komplement. Und ich behaupte, damit sind wir praktisch fertig. Aber ich muss dafür ein bisschen Platz schaffen. So, gewischt habe ich den Teil, den wir gerade gerechnet haben. Hier unten steht das Ergebnis, bei dem wir gerade waren. Und da oben steht noch die Behauptung, auf die wir kommen wollten, nämlich die unendliche Vereinigung ist Eta messbar. Und das Maß dieser unendlichen Vereinigung ist die Summe der Maße. Jetzt schlachten wir diese Ungleichung aus. Ich behaupte, da steckt alles drin. Also wir haben Eta von Q ist größer gleich diese unendliche Summe. Ich schreibe jetzt J aus N, was wir sonst schreiben würden für dieses Ding. Eta von Q geschnitten AI, AJ natürlich, und plus, ist natürlich außerhalb der Summe, Eta von Q geschnitten a Komplement. Damit möchte ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter rechnen, mal schauen, ob wir noch was anderes hinbekommen. Das ist größer gleich, also ich klammer das doch mal sicherheitshalber, dass die Summe eben nicht darüber geht, natürlich nicht, sonst stünde einfach unendlich im Normalfall. Okay, was möchte ich machen? Es gilt ja immer, das ist die Subadditivität von Eta, dass das Eta von Q geschnitten der Vereinigung aller aj kleiner gleich dieser Summe ist. Ja, Eta von einer Menge ist immer kleiner gleich die Summe der Eta der einzelnen Teilmengen. Das steht genau hier. Den anderen Teil habe ich noch nicht abgeschrieben. Eta von Q geschnitten a Komplement. Übrigens, das hier ist ja a, diese unendliche Vereinigung. Und weil a ja messbar ist, steht da tatsächlich, ach, ich brauche gar nicht die Messbarkeit, ich könnte auch nochmal die Subadditivität nehmen, das ist größer gleich Eta von Q. Ja, wieder Eta von einer Vereinigung, das ist die Vereinigung von Q geschnitten a und Q ohne a. Eta von Q ist kleiner als die Summe dieser Beiträge. Okay, was haben wir bekommen? Eta von Q ist größer gleich Eta von Q, also gar nichts. Jetzt sind wir also erstmal traurig, wir haben gar nichts bekommen. Na, stimmt natürlich nicht, wir haben ganz viel bekommen, denn auf der linken Seite der Ungleichungskette steht dieselbe Zahl wie auf der rechten Seite. Das heißt, es sind alles Gleichheitszeichen. Also alles ist Gleichheit. Ja, und das ist natürlich eine wunderbare Sache, daraus werden wir jetzt sofort den Schluss ziehen können. Der erste Schluss ist, dass, jetzt picke ich mir eine Gleichheit raus, nämlich die letzte, Q, Eta von Q
ist die Summe Eta von Q geschnitten A plus Eta von Q geschnitten A Komplement. Einfach hier die letzte Ungleichung, die aber eine Gleichung ist. Ja, und das ist genau die Messbarkeitsbedingung von A, weil Q ja beliebig war. A ist messbar. Und das war der erste Teil unserer Behauptung. Das ist die Rechnung von vorhin. Der erste Teil der Behauptung ist A, ist die Vereinigung, ist Eta messbar. Und jetzt wollen wir noch Eta von A gleich diese Summe haben. Ja, was hier ganz unnötigerweise rumsteht für dieses zweite, ist das Q. Wir setzen jetzt einfach Q gleich A und schauen, was dann passiert. Dann steht hier, welches nehmen wir jetzt? Eta von A ist größer gleich, also hier steht dann die leere Menge, A geschnitten A Komplement ist die leere Menge. Eta von A ist, aber sogar Gleichheit, Eta von A ist gleich Summe, ich bin jetzt hier, J aus N, Eta und jetzt AJ geschnitten A, AJ ist ja eine Teilmenge von A, also es steht da immer AJ, Eta von AJ. Und das war die zweite Sache, die wir hier zu zeigen hatten. Also ist damit der Beweis, also von Behauptung 1 geführt. Also Behauptung 1. So, jetzt möchte ich selbst nochmal schauen, wie Maß definiert war. Ich bin da auch immer ein bisschen unsicher mit den ganzen Begriffen. Man braucht es ja zum Glück nicht so oft, diese Konstruktion, wenn man es einmal hat, das Lebesgue-Maß. Also ich will schauen beim Maß, das war definiert als Inhalt, Prämaß und Maß, immer im Kurzskript schauen bitte. Ein Maß ist es dann, wenn μ ein Prämaß ist und Prämaß heißt, jetzt genau, ich muss zum Prämaß, also μ von der leeren Menge ist 0, das war aber auch die Eigenschaft von Eta, ja, als äußeres Maß ist auch Eta von der leeren Menge gleich 0. Dann ist es größer gleich 0, das haben wir auch. Und dann eben für disjunkte Vereinigungen, für disjunkte abzählbare Vereinigungen, ich bin in der ersten Definition von Abschnitt 2, dann ist das Maß der disjunkten Vereinigung gleich der Summe der Maße. Das ist alles gezeigt, tatsächlich ist dann mit dieser Behauptung 1 auch der Satz gezeigt. Also Behauptung 1 und der Satz. 3.2. Wunderbar. Also, wir sind jetzt den Weg gegangen, dass wir, also wenn ich jetzt mal wieder alles aufs Lebesgue-Maß beziehe, beim Lebesgue-Maß hatten wir erstmal einen Inhaltsbegriff mit diesen Quadern. Dann haben wir gezeigt, das ist ein Prämaß sogar. Okay, haben wir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht verwendet. Kommen wir gleich drauf. Aber aus dem Inhalt haben wir dann ein äußeres Maß gemacht. Das war Video 3.1, ein äußeres Maß. Und jetzt haben wir gesehen, wenn wir jetzt eine Familie von messbaren Teilmengen so definieren, dann haben wir jetzt eine Sigma-Algebra und auf der Sigma-Algebra ist die Einschränkung des äußeren Maßes dann ein Maß. Und genau das wird das Lebesgue-Maß sein. Jetzt können Sie sich fragen, also erstmal frage ich die Frage so, wie man das jetzt als Student, denke ich, eher stellen würde. Wo haben wir denn jetzt gebraucht, dass das μ ein Prämaß war? Tatsächlich haben wir es bisher nicht verwendet. Okay, aber dann stelle ich eine andere Frage, die die erste Frage klärt, nämlich, wer sagt uns denn eigentlich, dass wenn wir aus dem Prämaß ein äußeres Maß konstruieren, so wie wir es gemacht haben, wir haben aus dem μ ein μ-Hut konstruiert. Ja, dieses äußere Maß, was das Infimum über diese Quaderüberdeckungen war, ein μ-Hut. Wer sagt uns denn, dass dieses μ-Hut auf dieser Menge A überhaupt noch dasselbe ist? Also wenn wir vom μ übergehen, vom Lebesgue-Maß auf das μ-Hut, wer sagt denn, dass das μ-Hut auf der Menge noch das μ ist? Und das liegt eben daran, dass es vorher ein Prämaß war. Dann passiert bei dieser Fortsetzung auf eine Sigma-Algebra eben nichts Schlimmes. Es bleibt auf der alten Menge, bleibt das alte Maß.
Das müssen wir noch zeigen. Aber ansonsten sozusagen der wesentliche Schritt ist gemacht. Wir haben jetzt die Sigma-Algebra konstruiert und messbare Mengen definiert. So, zum Abschluss also noch Satz 3.3, den Fortsetzungssatz. Also hier ist natürlich was dazwischen gewesen. Satz 3.3, Fortsetzungssatz. Der kann jetzt uns auch helfen, alles nochmal so ein bisschen in Bezug zu setzen und ein bisschen durch die Konstruktion zu gehen. Also sei H ein Halbring, natürlich denken wir an die Quader, ein Halbring und μ ein Prämaß darauf, also H nach R quer ein Prämaß. Ich möchte jetzt hier die Formulierung kurz halten. Also für den einen Teil der Aussage bräuchten wir nur, dass es ein Inhalt ist und nur im zweiten Teil brauchen wir dann, dass es ein Prämaß ist. Ich formuliere jetzt aber alles fürs Prämaß, ja, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Also H sei ein Halbring und μ ein Prämaß. Dann haben wir jetzt zwei Sätze gemacht, die damit jetzt was tun, nämlich sei μ-Hut das äußere Maß, das ist jetzt, also äußere Maße nach Definition gehen ja immer von der Potenzmenge nach R quer und das ist jetzt das äußere Maß zu μ und zu dem äußeren Maß haben wir dann messbare Mengen, a die Mengen wie oben, die μ-Hut messbar sind. Ja, also wir gehen die Konstruktion gerade durch der zwei Sätze. Satz 3.1 war μ-Hut ist ein äußeres Maß, dann nehme ich das Infimum über alle Summen von Inhalten bei einer endlichen, bei einer unendlichen, bei einer absehbaren Überdeckung. Und 3.2 war jetzt diese Sigma-Algebra, die dazugehört. Und dann wollen wir jetzt noch feststellen, dass dann gilt, zum einen, einfach damit das Ganze jetzt wirklich sinnvoll definiert ist, dieser Halbring H, der ist enthalten in der Sigma-Algebra, die hier steht. Also alle, ich formuliere wieder mit Lebesgue, alle Quader sind messbar. Ja, alles andere wäre schlimm. Also wenn jetzt Quader plötzlich dann nicht mehr messbar wäre nach dieser Definition, dann hätten wir ein Problem. Also alle Quader sind messbar und es gilt, dass wenn ich dieses μ-Hut einschränke auf die Quader, das kann ich ja, das ist eine Teilmenge von a, also für jeden Quader ist μ-Hut definiert, dann ist das nichts anderes als μ selbst. Das heißt, das μ-Hut, was ich hier bekommen habe, ist eine Fortsetzung. Und das ist für uns eben wichtig. Wir machen also aus dem Lebesgue-Prämaß, machen wir über diese Konstruktion, über das äußere Maß, dann ein Maß auf einer Sigma-Algebra. Aber wir wollen schon haben, dass dieses Maß auf den Quadern immer noch das alte ist. Und das ist eben erfüllt, weil Lambda n schon ein Prämaß war. So, beweisen wir diese Aussage. Also wir fangen an damit, dass jeder, ich sage dann gerne auch mal Quader, jedes Element in dem Halbring ist messbar. Also sei A in dem Halbring ein beliebiges Element. Weiter sei Q jetzt eine beliebige Testmenge. Also Q Teilmenge X ist so eine wilde Menge, mit der wir testen wollen, ob A messbar ist. Ohne Einschränkung sage ich mal, das äußere Maß, also μ-Hut von Q sei kleiner unendlich. Sonst ist nichts zu zeigen bei dieser Ungleichung, dass μ-Hut von Q größer gleich und dann die Summe ist. Also das können wir annehmen, dass μ-Hut kleiner unendlich ist. Und dann überdecken wir das Q mit Mengen bk. So wie
das äußere Maß definiert. Das äußere Maß ist definiert, da nehme ich das Infimum über Überdeckungen von Q. Also jedes BK sei, okay, die nehme ich jetzt in dem Ring zu dem Halbring. Also endliche Quadersummen, hier muss man manchmal zwischen Halbring und Ring ein bisschen hinterher springen, da verstecke ich die Probleme so ein bisschen, das sind aber keine wirklichen Probleme. Also BK sind alle so endliche Quadersummen und das Q jedenfalls, das ist der Punkt, wird überdeckt durch diese Quader. Ja, und wie gesagt, das Mu-Hut von Q ist dann das Infimum über diese Maße der Quader. Und jetzt möchte ich eine Rechnung starten, da schreibe ich einfach hin die Summe der Maße und zwar jetzt der Ausgangsmaße, also nicht diese Erweiterung zum äußeren Maß, sondern dieser Inhalt bzw. Prämaß, der auf den Ring ja in natürlicher Weise fortgesetzt wird durch die endlichen Summen. Das möchte ich berechnen. Und da kann ich zerlegen. Also, weil das endliche Summen sind, kann ich immer den Inhalt schreiben als der Teil mit a plus, ich zerlege mal gleich die unendliche Summe, bk ohne a. Diese unendlichen Summen, die sind unproblematisch, weil die alle konvergieren, weil ja die linke Seite konvergiert. Ja? Also es sind immer Summen von positiven Zahlen und wenn die dann beschränkt sind durch die linke Seite, dann existieren eben immer die Limiten der Partialsummen, deswegen kann ich das sofort erhalten. Okay, also hier habe ich ausgenutzt, dass μ ein Inhalt ist. Und als Inhalt hat es eben diese Zerlegungseigenschaft. Ich kann eine Menge, der ich eben einen Inhalt zuweisen kann, zerlegen in den einen Anteil und den anderen Anteil. A ist ja eine schöne Menge, A ist ja selbst ein Quader. Okay, und jetzt nehme ich die Subadditivität und schreibe, ich nehme gar nicht die Subadditivität, ich nehme eigentlich die Definition von μ Dach. μ Dach von A, wo ist mein Q geblieben? Ja, ich schreibe einfach Q geschnitten A hin. Also, Q geschnitten A ist irgendeine Menge. Das Q wird durch die BK überdeckt. Das heißt, die ganzen BK geschnitten A, was ja Quader sind, die überdecken auch mein Q geschnitten A. Ja, also das sind alles Quader oder endliche Quadersummen. Die überdecken Q geschnitten A. Und μ Hut ist das Infimum über alle solchen Summen von solchen Überdeckungen. Also es ist einfach die Definition von μ Hut. Und genauso mit dem Teil. Also habe ich noch μ Hut von Q ohne A. Gut, jetzt nehme ich das Infimum. Das mache ich mal wieder weg, damit ich ein bisschen Platz gewinne. Also ich nehme das Infimum und dann ist das Infimum darüber ist μ Hut von Q. Und rechts brauche ich nur abschreiben. Ist größer gleich μ Hut, ja, weil das Infimum über all solche Mengen ist dann immer noch größer gleich dem, was jedes einzelne ist. Also μ Hut von Q geschnitten A plus μ Hut von Q ohne A. Und diese Ungleichung, ja, die andere gilt immer wegen Subadditivität von dem äußeren Maß, diese Ungleichung sagt, dass A messbar ist. A ist μ Hut messbar. Gut, und damit ist der eine Teil des Satzes bewiesen. Eine beliebige Menge im Halbring, A, haben wir jetzt gezeigt, ist messbar, ist also da drin. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass μ Hut auf H gleich μ ist. Das geht ganz schnell. Also noch zu zeigen, für A in H gilt μ von A gleich μ Hut von A. Und da behaupte ich jetzt, beide Ungleichungen sind sehr einfach. Die eine ist wirklich trivial,
Also, welche ist trivial? Mühut von A ist ja das Infimum über alle Summen von den einzelnen Inhalten von der Überdeckung. Das ist dann auf jeden Fall kleiner, als wenn ich Ihnen jetzt eine konkrete Überdeckung angebe. Und welche Überdeckung biete ich Ihnen an? Die Überdeckung von A, in der ich einfach nur A selbst nehme. Das Infimum ist kleiner, als wenn ich A selbst nehme und dann reduziert sich die Summe auf μ von A. Also einfach nach Definition des äußeren Maßes gilt auf jeden Fall diese Ungleichheit. Und für die andere argumentiere ich wie? Ja, also nehmen wir mal an, wir hätten eine bessere Überdeckung. Sei A enthalten in so einer schönen Quadersumme wie da oben eigentlich, die das irgendwie geschickter macht. Aber dann ist diese Summe μ von BK, ja, darüber das Infimum ist dann das μ-Hut von A, aber jede dieser Summe ist wegen Subadditivität von μ, und das ist jetzt eben die Eigenschaft des Prämaßes, dass wir die Subadditivität sogar für abzählbare Vereinigungen haben, ist das kleiner als μ von der Vereinigung. Ich schreibe es einmal so hin, damit Sie es wiedererkennen, dass es hier Subadditivität ist und die Vereinigung ist größer als A, also umfasst A, also ist das größer gleich μ von A. Und wenn wir jetzt das Infimum darüber bilden, bekommen wir, also wir bilden das Infimum über alle solchen Überdeckungen, dann bekommen wir hier μ-Hut von A. Und rechts steht aber größer gleich μ von A. Und wenn wir jetzt Glück haben, steht hier μ-Hut kleiner gleich μ. Und hier steht μ-Hut größer gleich μ. Also ist μ-Hut gleich μ. Wir haben diese Aussage gezeigt, dass wenn ich sozusagen erst fortsetze, wenn ich erst fortsetze zu einem äußeren Maß und dann also zu einer wieder einschränke auf die Sigma-Algebra, dann habe ich, wenn ich von einem Prämaß gestartet bin, nichts verändert. Jedenfalls auf dem Halbring nicht und auf dem Ring dann also auch nicht. Okay, da im Elstrott ist da an der Stelle dann auch noch gleich der Nachweis, wenn μ kein Prämaß war, ja, da gibt es also irgend so eine Folge, die der Subadditivität widerspricht. Wenn μ kein Prämaß war, dann ist auch die Einschränkung nicht mehr das Alte. Ja, das Einschränkung vom μ-Dach ist dann nicht mehr das Alte. Irgendwie klar. Also Sie finden irgend so eine Vereinigung, die dem widerspricht und dann ja, für die Mengen gilt es dann eben auch nicht hier, diese Gleichheit. Gut, 3,2 ist ziemlich lang geworden. Das beenden wir jetzt hier mit. Die wesentliche Konstruktion ist da. Wir haben jetzt das Lebesgue-Maß. Wir wollen aber noch in Abschnitt 3 das Thema Vollständigkeit, möchte ich noch kurz ansprechen. Das ist nur eine Kleinigkeit. Und so ganz kleines Nachgeplänkel machen wir noch in Video 3,3.